UEFA Champions League wird präsentiert von YouTube, Van Bergen, dem Fußballmanager 13 Let's Play und MMOZone.de. Viel Spaß! So, da wären wir. Champions League, meine Lieben. Ich habe noch die Lautstärke ein bisschen überschallmäßig an hier. Hier ist noch richtig Stimmung da. Ihr hört sie. Die Champions League-Hymne. Also, das vorletzte Gruppenspiel, was uns hier erwartet. Heute können wir schon alles fix machen bezüglich der Qualifikation für die K.O.-Runde. Beziehungsweise ja, fürs Achtelfinale erst einmal. Und es steht ja alles recht gut bei uns. Wir konnten ja 4:0 Ajax zu Hause schlagen. Also, da dürfte nicht viel anbrennen. Würde ich mal behaupten. Also, einmal Konzentration bitte an die Jungs hier vom FC Bayern München. Und wir haben sehr, sehr gute Karten. Auch diese doch etwas eher einfachere Gruppe als Gruppenerster auch zu beenden. Oh, jetzt habe ich gerade wieder Kamera, muss ich einstellen. Übertragung ist drin, alles klar. Nein, nur ein kurzer optischer Fehler. Lahm schon wieder, der hat sich ja schon in der Bundesliga zuletzt eine rote Karte eingefangen. Er wird aufgrund dessen, weil er ein wenig an Sprinttempo verliert, wird er häufiger in solche Situationen gezwungen, hier eben dann von hinten reinzugehen. Ball ist abgewehrt, es gibt aber nochmal Eckball für Ajax. Schauen wir mal, okay. Erstmal so den ersten Aufwind. Eriksen ist es, das ist Neuer, der kommt raus, spielt mit. Ganz souverän. Der Keeper, okay. So, wir sind drin. Also wie gesagt, unsere Gruppe ist überschaubar. Das ist machbar. Wir spielen mit der Mannschaft, die am Wochenende für so viel Furore gesorgt hat. Gegen die Freiburger, der 8:1-Sieg. Ihr erinnert euch sicherlich, war sehr, sehr aussagekräftig. Ich denke mal, das wird sich auch Ajax angeschaut haben. Und die haben natürlich Angst. Wir müssen nur aufpassen, jetzt ich sehe. Wir können auch vom Einsatz ein bisschen runtergehen. Die Jungs sollten versuchen zu vermeiden, Karten zu bekommen. Oh, der Ball läuft da ohne Abnehmer quer durch den 16er, muss man echt aufpassen. Okay, bisher noch null Ballbesitz. Jetzt haben wir mal die erste Möglichkeit hier, eine Spielszene für uns zu gestalten. Ah, der Ball kommt fast bei Mario Gomez an, aber noch reicht's nicht. Sieg Thorsson gegen Bartstube, auch schneller. Eriksen wieder alleine, Eriksen gegen Woll, Scheid. Eriksen macht das gut und Neuer muss klären. Macht das fair, trifft den Ball, nicht den Mann und somit liegt Abstoß jetzt hier. Uiuiui, also Leute, ihr müsst ein bisschen aufpassen, gerade der Junge ist brandgefährlich, der Eriksen von Ajax. Oh, schön gemacht von Groß auf Gomez. Gomez! Und zum ersten Mal muss Vermeer zupacken. Lenkt den Ball noch gerade so mit einer Glanzparade über die Latte. Uiuiui, okay. Chancen auf beiden Seiten. Das war eben schon hochkarätig. Groß! Oh, da kommt Vermeer raus. Vor Wollscheid, dem Innenverteidiger, der mit nach vorne gestoßen ist, um sich als Kopfballabnehmer anzubieten. Davids, Tim Davids drin für Bastian Schweinsteiger, aber Alaba kommt dann nicht an den Ball. Nochmal Gomez, aber ebenfalls nicht ganz so konzentrierter Pass. Jetzt nochmal Davids, toller Pass auf Wijnaldum. Reicht, so reicht's nicht. Wir spielen zu schnell, müssten ein wenig überlegen, erstmal ruhig machen. Eriksen wieder alleine auf links, legt den Ball rüber auf Sigtorsson. Tor! 1:0 für Ajax, ein richtig schönes Tor von Kolbeinn Sigtorsson hier. In der 23. Minute durch, ich glaube Tim Davids war es, durch ihn durch. Also, Heidewitzka. So nicht, Jungs. Wie gesagt, das hatte schon so in den ersten 20 Minuten ein bisschen abgezeichnet. Viel Nervosität hier auf Seiten der Münchner. Das ist Groß. Toni Groß auf Xavi Martinez. Das ist Wijnaldum, der da nicht als Abnehmer. Toll gemacht von, oh, toll gemacht von Toni Kroos. Und richtig stark gemacht von Mario Gomez im Abschluss. Ausgleich. 3 Minuten hat die Führung gehalten von Ajax. Und da kommt der Ausgleich. Toll in den Lauf oder eher durch die Lücke von Toni Kroos. Da hat er seine Weltklasse heute wieder einmal im Direktpass unter Beweis gestellt. Und Mario Gomez, wie man ihn kennt, im Abschluss wohl einer der stärksten Stürmer der Welt. Schöne. Also, es geht heiter her hier, da können sich die Zuschauer auf was gefasst machen. Wir sollten nur versuchen, noch defensiv ein bisschen besser zu stehen. Alaba, rüber auf Martinez, es ist Davids, wieder Tim Davids, toller Pass, Wijnaldum versucht wieder direkt. Sollte den Ball doch etwas behalten, das können wir noch in der Halbzeit einstellen.
Werden wir auch. Sigthorsson sieht, dass Eriksen geht. Ja, er hat sich weggeschlichen von Lahm. Lahm ist wieder zu spät. Lahm, Fehler. Und das ist jetzt Ebicilio. Da kommt er nicht ran an den Pass von Eriksen. Auffällig schwach zurzeit Philipp Lahm. Auch schon zuletzt in der Bundesliga hat man den einen oder anderen Fehler gesehen von ihm. Alaba gibt Foul, gibt sogar eine gelbe Karte. Ja, da sieht man den Chiri sofort hinmarschieren und sagt, hier, pass auf, David, so nicht. Ruhig etwas ruhiger angehen, dafür halt kontrollierter. Übersicht beweisen, auch in der Defensivarbeit. Übersicht beweisen, gut antizipieren und dann den Ball souverän erklären. Möglichkeit, aber Neuer ist da vor Alderweireld. Macht das gut. 40 Minuten sind rum. Da wird der Trainer der Bayern natürlich viel zu quatschen haben. Ah, der Ball kommt leider nicht an. Wird noch abgeklärt vorher per Kopf. Das ist Sigthorsson wieder. Sigthorsson. Oh, toller Pass hier auf Röcker. Der kommt da sogar noch ran, wenn er noch ein bisschen spurtet. Ja, bringt die Flanke rein. Und dann ist da unten Rodriguez, der klärt. Vorsicht, Alderweireld vor Neuer. Tor 2:1 für Ajax. Das machen sie gut. Die Münchner wie ein unkonzentrierter Hühnerhaufen in der Defensive. Kann da in Ruhe den Ball annehmen. Keiner fühlt sich verantwortlich für den Spieler. Uiuiui, also. So geht's nicht, klar. Groß. Alaba, wieder direkt der Ball. Ich weiß gar nicht, warum sie da nicht den Ball ein bisschen behaupten. Und sofort spielen. Müssen wir reingehen. Das gefällt mir überhaupt nicht auf den Flügeln. Sowohl von Jorginho Wijnaldum als auch von Alaba. Man sieht es auch in den Noten. Unterdurchschnittlich. Martinez dank seiner gelben Karte. Jetzt haben wir drei Spiele, die sind vorbelastet. Wir müssen Spielergespräche führen. Und zwar nehmen wir dann einfach mal ein bisschen die Jungs, die noch ein bisschen Bedarf haben. Ich würde ganz gerne ein bisschen über die Flügel gehen. Aber so wie sie sich anstellen, geht das nicht. Geht das nicht. Uiuiui, also ist nicht so einfach, wie ich mir das erhofft hatte. Zu Hause gewinnen wir souverän mit 4:0 und dann tun wir uns hier in der Amsterdam Arena richtig schwer. Wir werden bis zum Schluss voll dagegen halten. Das ist die Aussage von mir und dann gehe ich mal in die Taktik rein. Verstehe das gar nicht, dass wir da riskant, nee, lieber vorsichtig das Passspiel. Pressing ist gut, vom Einsatz können wir ein bisschen runtergehen. Wir jetzt nicht noch mehr gelbe Karten riskieren. Ruhig auch mal lange Pässe. Wir können ja mal in die Anweisungen reingehen. Warum behalten? Doch, Ball halten habe ich doch angegeben. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Bisschen weniger Flanken. Dafür kontrolliert er den Ball halten. Also Jungs. Ich verstehe es. Na gut. Müssen wir jetzt durch. Vergleich. Ich würde ganz gerne das Lahm wirklich. Habe ich eingegeben eigentlich, dass er auf Eriksen aufpasst. Aber noch fruchtet es nicht. Naja. Wollen wir nochmal in die zweiten 45 Minuten reinschauen, was passiert. Davids, groß. Wijnaldum, gut. Direkt weiter auf Gomez. Immer noch Mario Gomez. Das ist Alaba jetzt. Ah, nochmal zurückgelegt. Nochmal Alaba. Sie wollen den Ball dann aber wirklich reintragen. Durchstecken. Hätte auch abziehen können. Möglichkeiten hat er ja. Wieder faul, müssen sie aufpassen, die Jungs. Ansonsten hagelt es hier noch rote Karten. Lahm jetzt wieder gegen Eriksen. Ist ein bisschen gefährlich. Lahm diesmal etwas souveräner. Hat den Ball, spielt souverän zurück. Wolczaid, Davids. Javi Martinez, das ist Wijnaldum wieder direkt auf Gomez. Der Ball kommt an bei Rodriguez. Er kann ihn kontrollieren, aber doch nicht ganz. Der Schiri sagt, war vorher im Aus. Okay. Schöne. Bringt den Ball da zu Ebicilio. Machen sie gut jetzt hier, die Jungs von Amsterdam. Spielfreudig wie eh und je. Martinez. Auf Alaba. Da haben wir Groß. Toni Groß. Rüber auf Rodriguez. Nochmal Möglichkeit. Gomez. Mario Gomez will den Ball rüberlegen. Es gibt Eckball. Nutzen wir die Möglichkeit zum Einwechseln. Ich nehme einen der Kräfte raus. Bring einen zusätzlichen Stürmer. Ihr kennt jetzt das Prozedere. Das ist offensichtlich, was hier passiert. Das ist unsere, ich möchte sagen, sehr, sehr offensive Formation mit den vier Kräften, zwei Stürmern, zwei direkten Stürmern. Da müssen halt eben Alaba und Wijnaldum noch mehr nach hinten arbeiten. Und dann schauen wir mal, wie das jetzt hier fruchtet. Da müssen wir noch wechseln. Ich glaube, so rum war es richtig. Wolfswinkel auf links, Gomez auf rechts. Und Schweinsteiger würde ich ja fast reinnehmen. Wir gucken gerade mal bei Davids. Ja,
Ja, bietet sich vielleicht sogar an. Schweinsteiger, ja. Etwas ein bisschen Souveränität reinkriegen, Erfahrung in Form eines Bastian Schweinsteiger. So, die Einwechslung kommt. Schweinsteiger kommt für Tim Davids, der ein gutes Spiel gemacht hat. Ganz im Gegenteil zu seinem, ja, Positionskollegen Javi Martinez. Schauen wir nochmal, was jetzt nach der Ecke passiert mit Toni Kroos. Toni Kroos. Also, bringt den Ball. Da, Wolfswinkel! Eine Sekunde auf dem Platz und schon richtig guter Kopfball von Ricky van Wolfswinkel. Also, Ausrufezeichen Nummer 1 ist schon mal gesetzt. Vermeer. Weiter Abschlag, das ist Wijnaldum. Weit mit zurückgerückt, macht das gut. Das ist gut, Gomez. Wolfswinkel behält nicht den Ball, will ihn durchsetzen, aber dann... Ah, es gibt Abseits. Aber hauchzart wieder. Reicht nicht ganz, was bis jetzt passiert ist hier. Abstoß wieder von Vermeer für Ajax. Ibizilio. Toll auf Sigurdsson. Sigurdsson schenkt den Bayern ein. 3:1 für Ajax Amsterdam in der Champions League. Also Defensivarbeit gleich null. Dass man mit so einem unkonzentrierten Verhalten hier heute so auftrumpft, das ist bezeichnend. Ich kann es kaum verstehen. Ich kann es kaum verstehen. Wolscheid mit einer 4,5 geht raus. Wir bringen Boateng. Ich kann es nicht nachvollziehen, dass man sich so präsentieren kann hier, auch wenn man 4-0 zu Hause gewonnen hat. Ganz, ganz schlecht. Keine gute Leistung. Wieder Sigurdsson. Keiner kommt hinterher. Jetzt Wolscheid. Meine Güte. Wijnaldum. Wijnaldum. Wieder langer Ball auf Gomez. Macht da was draus. Was kann er draus machen? Da ist er. Rüber auf Ricky van Wolfswinkel. Wolfswinkel. Ricky, Ricky. Oh, es reicht nicht. Für den Anschlusstreffer. Sjörte kommt jetzt noch für Ajax. Und natürlich Jerome Boateng. Der vielleicht ein bisschen Ideen vom Trainer oder auch Konzeption vom Trainer mit in die Innenverteidigung nehmen kann. Das ist wieder Toni Kroos mit dem Eckball. Kommt hoch, kommt weit, aber Vermeer ganz souverän vor Van Wolfswinkel. Weiter Abstoß. Boateng. De Jong, das ist wieder Eriksen. Wieder Eriksen, Schweinsteiger kann nicht stören. Bartstube, Sigurdsson, diesmal ist Neuer da und hat den Ball. 74. Minute, also da werden sich die Jungs ordentlich was anhören dürfen. So in ein Champions-League-Spiel reinzugehen, das ist natürlich, ja, auch wenn man in der Bundesliga 8-1 gewinnt, muss man trotzdem genügend Konzentration auch für so ein Spiel mitbringen, mitnehmen, sich nie zu früh sicher sein. Das hat man hier heute gesehen. Viele, viele Fehler hier auch im Passspiel, im Zuspiel. Das ist gut, von Wolfswinkel rüber auf Jorginho. Wijnaldum, nochmal toller Pass auf Gomez. Es gibt Gelb und so wie es aussieht, 11 Meter, hätte auch durchlaufen lassen können, den Vorteil. Somit gibt es 11 Meter für die Bayern. Wir schauen mal kurz. Ja, es war im 16-Meter-Raum, ganz klar. Toller Pass von Wijnaldum. Jetzt müssen sie nur versenken den Ball. Das müsste Wolfswinkel machen, wenn mich nicht alles... Ne, Toni Kroos steht bereit. Kroos, Tor, Anschlusstreffer. 3:2 nur noch. Ja, er braucht sich gar nicht so freuen. Von ihm ja eigentlich eine gute Leistung, aber... darf sich natürlich auch den Schuh mit anziehen, wenn es nicht gut läuft. Ganz klar, das ist eine Gesamtschaft, eine, ja, gesamtheitliche Mannschaftsleistung. Da dürfen sie sich alle heute so ein bisschen mit gesenktem Haupt bei den Fans entschuldigen, wenn ihnen noch was passiert. Oh, Rodriguez, gut, jetzt nochmal auf Gomez, nochmal toll, das ist Alaba. Alaba, Jorginho, Wijnaldum will durchgehen im Dribbling, schafft es nicht ganz, schade. Wäre ja sein Zug gewesen. Seine Art, wie er es gerne macht. Schweinsteiger, toll geklärt. Toll den Ball geklaut von Sigurdsson. Wieder Wijnaldum, kommt auch nicht ran. Wieder Eriksen, gefährlich. Boateng, toll. Balleroberung, Wijnaldum nochmal. Langer Pass auf Gomez, nochmal rüber auf Philipp Lahm. Lahm in die Mitte, zu Toni Kroos. Tolles Kurzpassspiel jetzt hier. Doppelpass und Gomez lässt sich den Ball klauen. Schlecht im Abschluss. Ja, also ernüchternd das Ergebnis, gar keine Frage, meine Lieben. Wir gehen sofort rein in den Nachbericht. Ja, da müssen Sie sich heute echt überlegen, was das sollte. Das muss im letzten Spiel gegen starke Wiener zu Hause wesentlich besser laufen. Das war nichts, ein Satz mit X. Du kannst nicht jede Mannschaft mit 8:1 abfertigen oder auch im Vorfeld dir schon zu sicher sein. Austria gewinnt und das ist jetzt furchtbar interessant, wie die Liga, wie die Tabelle aussieht. Mit dieser Niederlage wird einiges passiert sein in unserer
Gruppe und es wird nochmal richtig spannend. Bis gleich.